Herzlich willkommen beim BFE Closing und Tackle. Ja, wir haben Heimspiel, wir sind zum ersten Mal hier in Augsburg auf der Messe Jagen und Fischen. Ich habe den Basti dabei, wir zeigen euch mal ein bisschen was von der Messe, auch von unserem Stand und schaut es einfach mal zu, ich nehme euch mal mit. Auf geht's! Ja, wir sind hier auf der Jagen und Fischen in Augsburg. Wie man sieht, alle Köder sind vorhanden mit den verschiedenen Dekoren. Ob jetzt für trübes Gewässer oder für klares Gewässer, ist für jeden was dabei. Auch die verschiedenen Laufverhalten oder auch die verschiedenen Zielfische, ob Hecht, Zander oder Barsch. Wir haben ja unseren Showbecken ausgestellt, um zu zeigen, dass der Köder extrem bei langsamem Zug eine sehr gute rollende Aktion hat. Und das hier mal kurz zeigen können, das ist eigentlich so die Besonderheit, dass er extrem gut flankt und extrem aufreizend spielt, sodass eigentlich kein Hecht widerstehen kann. Ja, den Einblick habt ihr bestimmt schon gesehen von Basti. Es war heute die Hölle los. Es ist immer wieder kommt ein großer Schub an Leute. Die haben uns wirklich die ganze Wand verfetzt. Wir haben immer wieder nachgeräumt. Also BFE ist sehr gut angekommen für das erste Mal. Ich bin sehr überrascht. Aber ich sage euch ehrlich, es ist auch sehr viel Arbeit. Man muss wirklich sehr, sehr viel reden und viel trinken natürlich. Ich nehme euch jetzt mal mit, Jagen und Fischen. Wir gehen jetzt einfach mal durch, ein paar Freunde besuchen. Und dann seht ihr mal, was hier in Augsburg sonst so los ist. Auf geht's. Und zwar der Andi hat natürlich jetzt auch die BFE-Köder unten am Start in Klagenfurt und Villach. Und was ist die Resonanz? Was sagst du Augsburger Messe? Sehr viele Leute, gute Geschäfte. Top. Gute Geschäfte ist natürlich immer ganz wichtig für die Österreicher. Oder? Die sind auch hier, um Geld zu verdienen. Aber brutaler großer Stand auch für nächstes Jahr. Wir haben immer einen XXL-Stand hier dabei. Wir haben ja auch hunderte Rollen dabei, hunderte Routen dabei an Köder und alles Mögliche. Falle, Klagenfurt und Villach, die sind immer hier bei uns am Start. Wir gehen mal weiter. Da ist der Chef hier, die Nummer 1 im Renkenfischen. Wie viele Köder hast du hier? Circa 40.000. 40.000 Köder, müsst ihr euch überlegen. 40.000 Renkenköder hat er hier vor Ort. Wir gehen mal weiter zu meinem Sponsor und guter Freund, der auch das Nitro-Boot des Z20 komplett aufgebaut hat. Kommt mal mit. Geht's ja, was hier los ist in Augsburg. Das ist einfach brutal. Was ja ein Mensch ist. Wieder mal ein Rektor. Dann haben wir jetzt hier den Garmin-Stand. Da ist bloß ein Brett von Garmin. Die ganzen Echolote. Der hat das gesamte Team BFE mit aufgebaut, also nicht nur BFE die Boote, sondern auch viele andere Großsaftangler von uns und auch andere Freunde. Der hat alle Geräte da, bis zur 84er Serie, Echomap, traditionelle Live-Geber, also Rico ist unser Ansprechpartner, was mit Boote, Garmin zu tun hat, egal was es ist. Auch nächstes Jahr wieder hier, oder würde ich sagen? Mit Sicherheit. Wir als Augsburg oder Umkreis Augsburg müssen natürlich beim Heimspiel dabei sein. Ne? Das ist ja logisch. Richtig. Schau mal her. Das ist jetzt eine Demo. Läuft über LiveScope.
Das sieht man auch jetzt schön, ein Barspot. Ne? Man sieht jetzt hier zum Beispiel auch jetzt die Bäume, Unterwasserpflanzen, die Strukturen. Man kann den Boden auch ausfüllen. Also das ist eigentlich das Gerät, das habe ich zweimal bei mir auf dem Boot, auf dem Nitro C20 haben wir das verbaut, ne? Verkabelt alles. Wie ich schon eben gerade gesagt habe, Rico hat mein Boot, das C20, komplett aufgebaut. Außer Motor haben wir einmal getauscht. Aber hauptsächlich hat er alles gemacht. Vom Verbauen her, Verkabelung, haben uns ja wirklich auch die Mühe gegeben, den ganzen Tag. Viele Stunden verbracht, viele Kopfschmerzen. Ja, auch in der schlechten Zeit, in der Corona-Zeit. Ja, das ist der Rico, nächstes Jahr ist er auch da. Was ihr an Geräte braucht, wenn ihr Kennwort BFE angibt beim Rico, gibt es natürlich einen Nachlass. Das entscheidet dann der Rico. Also, wir gehen jetzt mal weiter. Danke, Rico. Alles klar. Ciao. Kevin, ciao. Hier werden die Vorträge gemacht von der Angelmesse. Da sind auch die Meeresangler unterwegs. Wassertiefe auf, damit ich meine Drifter wegnehme. Da ist auch gerade Jens hier unterwegs. Da seht ihr ja gerade nach dem Vortrag. Da wird alles erklärt, welcher Köder benutzt wird. Und ja, ist auf jeden Fall für viele Leute, die wo nicht so weit im Angeln sind und Erfahrung sammeln möchten, ist eigentlich sowas auch das Richtige. Auch für viele Profis, sag ich mal. Ich komme hier auch ab und zu mal rein und höre dazu, was die so an Tipps geben können. Ja, aber hier sieht man, wie der ich zeige mich nicht hin, weil es leider zu voll ist. Wir gehen jetzt mal weiter, ist die Hölle los gerade hier. Die Jungs von Kajakhütte sind hier auch am Stand, sind immer vertreten hier in Augsburg. Wir haben alle Kajaks vor Ort, das 12er, 14er, auf 360 Grad, was auch mit dem pelagischen Angeln sehr vorteilig ist. Ne? Was sagst du zur Augsburger Messe momentan? Ja, mega geil. Nächstes Jahr auch wieder da? Auf jeden Fall, ja. Dann sehen wir den auf jeden Fall. Braucht ihr einen Kajak, hierher kommen, fischen und jagen. Und mit BFE als Stichwort gibt es auch ein paar Prozente, oder? Also Vorteile habt ihr, Leute. Ja, da seht ihr die Angelstände. Wie ihr mal hier seht, hunderte von Ruten und an Päckelware. Ja, dann seht ihr zum Beispiel hier drüben auch aus Tschechien. Es sind welche da, die wo auch Köder verkaufen. Und jetzt kommen wir auch direkt zum nächsten Freund von mir. Und zwar ist es auch ein Angler, der wo auch zu Partywise Europa dazugehört, unser Fabi. Auch bekannt als der Folienguru. Der macht unsere ganze Boote vom BFE. Nicht nur vom BFE, Entschuldigung kurz, sondern auch für viele andere. Der macht Designs, der macht Klamotten, ist ein super Angler, super Kajakangler, der macht eigentlich Allround. Der baut sogar Häuser, wenn es sein muss. Der macht auch Kundendienst fürs Auto, der macht alles. Der ist heute da, der hilft Hardywise aus. Hardywise Europa, da sind wir ja auch Pro-Angler von Hardywise, da gehöre ich auch mit dazu. Und heute unterstützen die Jungs. Müssen wir unterstützen, weil Augsburger Messe brennt. Ne? Die brennt das einfach. Aus. Wie war sie bis jetzt? Wir sind zufrieden. Ja. Zufrieden. Nächstes Jahr wieder da? Wir gehen davon aus. Also, die sind auch wieder da, wenn ihr Rollen braucht, bestimmte Routen. Die sind auch vor Ort da. Und zwar sind die Jungs aus dem Osten, die werden eigentlich als Spezialisten genannt, was mit Hardbait zu tun hat. Da haben wir eine Sonderedition gemacht mit BFE in zwei verschiedenen Farben. Und zwar stellt euch mal kurz die Jungs hier vor oder ihr stellt euch mal kurz vor. Ja, ich bin der Rick, hi. Ich bin der André, hi. Und gemeinsam sind wir Forge of Lures, eine Hardbait-Manufaktur, made in Germany, aus der Nähe von Berlin. Genau. So, die Jungs sind jetzt zum ersten Mal in Augsburg. Resonanz? Resonanz, geil. Super. Hammer. Geil. Hammer. Tolle Leute, tolle Publikum, sehr interessiert. Ja. Interessieren sich für unsere Aspekte der Nachhaltigkeit, für regionale Produktion. Super, klasse, angenommen worden. Immer wichtig. Nächstes Jahr sehen wir uns wieder in Augsburg. Definitiv. Da sehen wir uns wieder, auf jeden Fall. Also, wir sind alle wieder da. Ob es BFE ist, ob es die Jungs sind von Hardbaits. Wir werden noch viele Sonderfarben machen mit den Jungs. Die kommen nämlich sehr gut an gerade. Ja.